Da oben sind noch Geister, die nicht runterkommen. Sehr schön. Ja, und hier waren wir vorhin schon. Okay, wir müssen nach oben. Du spring mal ein bisschen. Boah, das bringt fast gar nichts. Okay, stopp. Komm mal nur zurück. Wir hätten gerne nicht ganz so schrägen Weg nach oben. Bling. Oh, ich hatte mir schon, ja. Es gibt keinen nicht ganz so schrägen Weg nach oben. Oder können wir von hier nach drüben springen? Hops. Sieht nicht so aus. Oder? Nee. Karte? Okay. Wir checken jetzt diese kleine Insel da. Und wenn da nichts ist, können wir südwestlich und von da auf die große, komisch gebaute Brücke und dann zu den Zwergen. Also dem Hauptknuppel von den Zwergen. Steinstadt. Du siehst komisch aus, Treibholz. Machst aber nichts, okay. Einmal rum. Nur komische alchemistische Regenzien, die wir nicht brauchen. Keine Kisten. Nö, okay. Nochmal Karte. Also, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Machen wir jetzt das hier. Westlich also. Oh, du bist so ein garstiges Ding. Du warst ein garstiges Ding. Also was hatte der Auftraggeber gesagt? Die können auch von Menschen getragen werden. Also die Aussage war eigentlich, ein paar Magierschüler haben ganz viele Golem-Teile mit sich geführt. Und zwar so viele, dass sie teilweise welche verloren haben. Was ein wenig komisch klingt, aber ja. Also theoretisch könnte auch einer der Teile auch am NPC liegen. Glauben unsere Helden. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Ah ja, und schnell auf das Mond geguckt. Karte, bla bla bla, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Komm schon, irgendwo eine Kiste. Nee. Nein, wir wollen nicht in die Balkala-Wüste. Auch wenn wir da bestimmt wieder irgendeinen Lehrer vergessen haben, den wir jetzt ganz gut aufsuchen könnten, aber es kann warten. Nicht als ablenken lassen. Also in der Mitte war nichts. Einmal außen rum. Noch mehr Äpfel. Ist okay. Die Dinger da brauchen wir nicht mehr. Das Geisterhaus hatten wir leer gemacht, ne? Ja, hatten wir, okay. Zing, zing, zing. Hey. Heilt mich mal jemand. Oh, wo kommt ihr denn her? Hinterhältig angeschlichen. So. Oh. Noch einer, okay. Wir sollten bald mal schlafen. Dafür, dass das eigentlich ein ziemliches Anfängergebiet ist. Haben wir ganz schön auf den Deckel bekommen. Aber wir waren ja auch recht rücksichtslos, das passt schon. So, also da geht's zurück zu den Häusern, da ist nichts. Hier ist Gold und hier sind mehrere Hügel, wo wir raufspringen können. Erstmal Gold, dann Hügel. So, wir sind jetzt ganz im Südwesten. Richtig, richtig. Hügel Nummer 1. Hier waren wir schon. Schrein, ja, hier waren wir schon. Okay. Das ist der Hügel, wo wir dann zur Steinstadt kommen. Ist im... Da ist noch ein Hügel. Kurz schlafen. Kurz länger schlafen. So. Dich an und... Schutz gegen Magie. Oh, komm. Dann... Dich brauchen wir nicht.
Dich brauchen wir. Und dich brauchen wir. Und auf dem spitzen Hügel ist bestimmt keine Truhe. Aber ich will nichts riskieren. Nee, komm, okay. Da müsste es jetzt doch eigentlich einen Aufgang geben. Hier rauf. Bestimmt auf der Rückseite. Du. Hält. Ja, noch mehr Erz. Sehr schön. Sollten wir demnächst auch. Oh, ganz schön viele Geister. Da könnte eine Truhe sein. So viel dazu, dass ich die Insel einigermaßen abgecheckt habe. Ne? Weg. So, gib mir. Das ist ein Stein? Das ist ein Stein. Nee. Nein, wir wollen nicht in die Wüste. Auf dem letzten Fleckchen Erde wird es sein. Also das hier unten fehlt noch. Die Steinstadt selber, die Plattform. Und das hier im Nordwesten. Und dann war's das. Und wir sind jetzt schon seit einer Viertelstunde dabei. Aber gut, ist nicht mehr viel, ziehen wir durch, ist okay. Kiste. Bewahrung. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das erkenne ich nicht. Du? Können wir das wirklich brauchen? Ja, können wir verticken. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Alles da rein, alles, was ihr habt verkauft, dann ist gut. So, wir wollen weg hier. Wir wollen einfach nur weg hier. Und zwar wohin? In die Bracada-Wüste. Bracada-Wüste ist... Wir sind schon zwei, dreimal angeeckt. Also es war südlich oder westlich? Das tut irgendwie weh. Oh. So. Also wir laufen einfach nach Süden. Denn das ist hoffentlich die richtige Richtung. Bracada-Wüste, ja. So. Dann würden wir das gerne den Golem zusammenschrauben. Ihr habt alle Teile zusammen. Jetzt müsst ihr nur noch zurück zu eurem Meister. Goodie. Und dann müssten wir echt gut vorbereitet sein. Also ja, dann wird noch hin und her gelaufen, Inventar ausgemüllt, eventuell ein, zwei Meisterlehrer gesucht und so weiter. Aber dann können wir nach Negin. Und dann können wir da Meditationsmeister werden und Wassermagie-Meister und die ganzen anderen schönen Sachen. Also, hier rein. Außerdem wird es eine sehr anspruchsvolle Ecke sein. Und für uns bestimmt eine schöne Herausforderung. Wir brauchen immer noch einen zweiten NPC, ne? Fällt mir dabei auch nochmal auf. Nicht hier. Hier. Magier. Stolz präsentiert ihr Meister Grey euren Golem. Er nickt zufrieden. Gut gemacht. Der Kopf scheint in Ordnung zu sein. Aber man weiß ja nie. Naja, gute Arbeit. Ihr seid wirklich bereit, Magier zu werden. Alle Zauberer von euch ernenne ich zu Magiern und alle Nichtzauberer können sich Magiergefährten nennen. Meister Grey braucht eine Weile für den Zauberspruch, der euren Golem belebt. Er gehört euch. Bringt ihn zurück in euer Schloss und stellt ihn irgendwo hin, wo ihr wollt. Er wird jeden Eindringling ohne Unterlass angreifen. Das klingt sehr praktisch. Und Erzmagier müssten wir uns erstmal für einen der Pfade entscheiden. Beziehungsweise den Pfad des Lichts, wenn wir hier in der Schule weitermachen wollen. Das sind also die guten Magier. Die bösen wären dann die Nekromanten in Deja. So, jetzt wollen wir nur von den Magiern hier weg. Denn deren ganze Stadt ist sehr verwirrend. Heißt, wir springen jetzt hier rein. Und suchen hier einen Weg nach draußen. Stelle... Wohin soll es denn gehen? Harmendale. Unsere Reise beginnt. So. Wie schaut's denn aus? Wir haben ein paar Erze. Aber ist nur überschaubar. Alchemistisch sind wir ganz gut eingedeckt. Und wir haben eigentlich auch genug Platz zum Verkaufen. Na, wo wir schon mal hier sind, können wir den Rumsch verticken. Kann ich euch helfen? So. Weg, weg. Weg. Weg, 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 weg. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wir haben noch eine Stufe mindestens.
Aber die können wir nicht hier lernen. Und auch nicht in Erassia und Tulanische Forst und. In Tertalia vielleicht. Da war ein Ausbildungscenter oben im Schneegebiet. Hallo, ihr wollt reisen? Falsche Richtung. Hallo, ihr wollt reisen? Erassia klingt gut. Das JVC-Gehöft? Das sind nur die Initialen von dem Macher von dem Spiel, oder? Okay. Zing. Hallo, ihr Tertalia, das klingt gut. So. Also ja, es klingt nicht gut. Weil das hier keine schöne Ecke ist, mit alles runtergekommen und kaum ordentliche Sachen zum Einkaufen und so weiter. Aber hoffentlich sind die Ausbilder einigermaßen kompetent. Also wir müssen einfach nur hier hoch, da hoch. Und eigentlich könnten wir auch ganz kurz in die Söldnergilde reingucken, fällt mir so ein. Weil wenn wir in Negin waren und dann den Anfang aufzuräumen und so weiter, werden die ganzen Sachen hier viel zu einfach werden später. Und ja, ich weiß, ich lasse mich wieder ablenken. Aber das ist eine gute Art von Ablenkung, glaube ich. Ja, beschlossene Sache. Wir versuchen es jetzt auszubilden auf eine noch höhere Stufe und dann gehen wir einfach mal in das Söldnerlager rein. Und gucken, was denn die so machen. Hier war das. Ihr wollt ausgebildet werden. Das sieht doch gut so aus. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Alle Stufe 26. Also, wir hätten gerne für dich. Kondition. Für dich. Meditation. Ja. Meditation. Alchemie könntest du schon. Das hier müsste ein bisschen höher bei dir haben. Ja, Luftmagie. Damit ihr Blitzstrahl mehr Schaden macht und auch ihre Implosion, wenn wir es denn hätten. Also wir könnten schon kaufen. Ich glaube, wir hatten es sogar schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht, ob das vor oder nach ihrem Aufstieg war. Aber ja, den Zauber brauchen wir auf jeden Fall. Implosion ist ein richtig gutes Gegenstück zu dem Säurestrahl, was Schaden angeht. Sogar mächtiger. Ja, und du? Du könntest alles ein bisschen steigern. Feilschen. Ich sehe nicht so ganz den Sinn darin. Wobei, wir sind jetzt schon auf 18.000 runter. Und das wird jetzt immer teurer alles. So, könnten wir jetzt Meister werden. Und das muss dann erstmal reichen. Danach müssen wir uns echt auf die hier konzentrieren. Genau. Jetzt wollten wir kurz gucken, ob wir irgendwo noch einen schönen NPC finden. Und wenn nicht, Gelehrter klingt gut. Gehen wir da rein und gucken, was sie so machen, wenn wir reingehen. Seid gegrüßt. Erkennen aller Gegenstände und 5% Erfahrungspunkte. Also ja, ist besser als nichts, aber... Seid gegrüßt. Erkennen und Monsterkunde. Nicht mehr Erfahrungspunkte. Hellseher war die andere auch, ne? Ne, die war Seher. Hallo. Hellseher hat sechster Sinn und Glück. Nö, lass mal. Wir gehen jetzt dahin, speichern ab und sehen uns dann gleich wieder. Also bis denne.